Kleine Tümler, wir sind hier im City Atelier und dieses City Atelier im Lehmbruck-Museum Duisburg hat mittlerweile in den, ich sag mal, knapp über 3 Monaten, die es existiert, eine ziemliche Berühmtheit erlangt. Und ich glaube, ist auch kaum noch wegzudenken aus der Stadt. Nee, also man sieht ja gerade, wie heute ist irgendwie pay what you want oder pay what you can. Alle Leute können einfach ins Haus kommen, der Tisch ist voll. Wolf Lipka ist da von 14 bis 17 Uhr. Und was ich total schön finde, ist, dass es Leute gibt, die sind schon das dritte oder vierte Mal da. Es kommen aber auch immer wieder neue, die sich einfach hinsetzen. Ja, ich finde es ein ganz großer Erfolg. Ich freue mich total. Ja. Und das Ganze hat eine riesengroße Bandbreite. Heute wird Zeichnen in Bewegung gemacht, aber da gibt es viel mehr. Ja, wir haben also ein bisschen angelehnt an die Ausstellung an der Duisburger Künstler, haben wir im Duisburger Künstler eingeladen, aber auch eben nicht nur, die dann an den Tagen kommen. Meistens eben an dem Sonntag ist es immer, sonntags von 14 bis 17 Uhr, jeden Sonntag, jetzt erstmal bis Ende April. Wir hoffen, dass es weitergeht. Und da kommen eben, da kommt noch die Stacey Blatt zum Beispiel, die macht dann was mit Stoffarbeiten. Dann kommt nochmal die Judith Ganz, die haben, gibt es Collagen oder Patterning Art. Also es gibt alles vom Zeichnen über Drucken, wir haben auch noch Druckworkshops. Also alles, was künstlerische mit. Selbst Zaubern ist dabei. Selbst Zaubern war dabei, hatten wir schon. Huber Löcherbach kommt noch, das heißt, es gibt auch einen richtigen Bildhauer-Workshop. Wir haben ein Programm gestrickt, das kann man an der Museumskasse holen oder im Internet nachgucken. Ja, das ist sehr groß gefächert. Und die Hürden sind bewusst ganz, ganz tief oder ganz, ganz niedrig. Genau, man muss sich nicht anmelden, man kann einfach kommen, man kann einfach da sein, man kann so lange bleiben, wie man möchte. Also um 5 machen wir zu, dann sollten wir gehen. Aber man kann 3 Stunden bleiben, man kann 10 Minuten bleiben, man kann einfach nur dabei stehen und gucken. Es ist komplett jedem selbst überlassen, wie er das für sich empfindet und macht. Ist der, ist der 3D-Doodler oder der Sand immer noch der Renner hier im Haus? Also der 3D-Doodler ist schon etwas, wir versuchen den immer zu besetzen, den Tisch. Da sitzen die Leute dann auch lange. Also das ist wirklich was, wo man sich ein bisschen Zeit nehmen muss. Der Sand ist immer, sobald Kinder da sind und sobald auch Erwachsene merken, dass man da reinfassen darf, stehen die da und bauen Burgen und Häuser und Pyramiden. Nein, es ist, also ich freue mich wirklich sehr. Ich bin immer gerne nachmittags hier unten und sehe, wie Leute hier durchschlendern, einen Kaffee trinken oder einfach nur hier sich die Sachen angucken. Herrlich. Hört sich super an. Dann freue ich mich schon darauf, dass wir spätestens im April das nächste Gespräch führen, wo es dann um die Verlängerung des City Ateliers geht. Wir hoffen das sehr. Danke.